Hallo, ich bin der Thomas Rohriger vom Team Milram. Ich stelle euch heute die 7. Etappe des Giro d'Italia vor, die von Innsbruck nach Chiavenna führt. Wir starten da in Innsbruck vor der Hofburg vom Landestheater. Es geht dann rauf Richtung Oberland, entlang des Inns. Wir fahren dann nach Pfunz rauf und nähern uns dann schon wieder italienischem Staatsgebiet. Es geht dann rauf auf den Maloja-Pass bei St. Moritz und von dort erfolgt noch eine längere Abfahrt zum Etappenziel in Chiavenna. Es ist die längste Etappe vom Giro d'Italia mit knapp 250 Kilometern. Dürfte aber vom Profil her eher was für die Sprinter sein, weil die Selektivität einfach nicht gegeben ist. Der Maloja-Pass ist jetzt nicht die große Schwierigkeit und von dem her erwarte ich mir von sportlicher Sicht gesehen einen Massensprint in Chiavenna.